Wir sind wieder da mit Michi Winter, einem der führenden NLP-Trainer in Wien vom Team Winter. Wir haben eingangs ja schon die letzten 10 Minuten unterhalten über NLP, über so diese Grundgeschichten, was dahinter steckt. Ich würde gerne probieren, vielleicht mich als Versuchskaninchen zur Verfügung zu stellen für ein praktisches Beispiel, damit die Leute sich vorstellen können, wie so ein Seminar oder so eine Sitzung überhaupt abläuft und was man daraus lernen kann. Ja, okay, gerne. Also ein interessanter Aspekt beim NLP ist die Analyse der Augenbewegungen. Da muss ich vorausschicken, dass es so ist, also dass die Augenbewegungen mit den Strukturen innerer Vorgänge übereinstimmen. Das heißt also, dass man gedankliche Vorgänge an den Augenbewegungen sehen kann in Echtzeit. Ja? Also während wir bestimmte Gedanken fassen, bewegen sich äußerlich sichtbar die Augen in die jeweiligen Bereiche. Und daher kann man also an den Augenbewegungen die inneren Strukturen ablesen. Und wenn du einverstanden bist, dann werde ich das an dir zeigen. Das ist nämlich bei jedem zu beobachten. Und werde dir ein paar Fragen stellen und werde dem Zuschauer dann auch gleichzeitig erzählen, was an deinen Augenbewegungen zu erkennen gewesen ist. Das heißt, da schaue ich einfach in die Kamera, also den Zuschauer an. Ja, ja, ja. Okay. Und ich darf den Zuschauer bitten, drei Bereiche zu unterscheiden. Das ist der Bereich, wenn die Augen nach oben gehen. Das ist der Bereich der inneren und konstruierten und erinnerten Bilder. Also wenn der Jesi nach oben schaut, dann hat er ein Bild, ein inneres Bild. Schaut er in den mittleren Bereich, während er denkt, dann ist er im Gehör, dann hört er innerlich etwas. Und schaut er in den unteren Bereich, dann ist er im Gefühl. Und jetzt werden wir mal schauen, ob das funktioniert. Ja? Ich werde einige Fragen stellen und ich darf dich bitten, die innerlich, also gedanklich zu beantworten. Und zwar so genau, als würdest du sie auch aussprechen, nur du brauchst das nicht aussprechen. Ja? Okay. Gut, dann stelle ich dir jetzt die erste Frage. Ja? Wie viele Fenster hat deine Wohnung? So, jetzt können wir schon sehen, erzählt, ja? Also hat er ein inneres Bild, war recht schön zu sehen. Und ich darf dich bitten, da weder mitzuhelfen, noch es zu bremsen. Ja, weil wenn du es bremst, werden die Augenbewegungen kleiner, sie bleiben zwar, aber sie werden kleiner. Hilfst du mit, hast du vielleicht sogar Schwierigkeiten, diese Inhalte überhaupt zu überdenken innerlich. Ja? Okay. So, jetzt darf ich dich bitten, dich daran zu erinnern, wie das klingt, wenn eine Katze miaut. Und das innerlich zu hören, ja, schon passiert, ja. So, jetzt ist er auch noch gleich ins Gefühl gegangen. Also zuerst hat er gehört, danach ist er ins Gefühl gegangen. Ja? Stimmt das? Was hast du denn da gespürt? Also jetzt die emotionale Situation einer Katze vorgestellt. Ne? Ja, so über, ja. den, über die, quasi Gefühls die Füße krabbelt, ja. den Katzenbuckel macht, man genau, streichelt, ja. sie schnurrt. Ne? Also. Und das war strukturell schön zu sehen. Also du hast tatsächlich zuerst gehört, wie sie miaut, und dann habe ich gemerkt, du bist im Gefühl danach. Ja? Okay, dann werden wir noch ein zweites Mal schauen, ob wir den Gefühlsbereich abrufen können. Darf ich dich bitten, dich daran zu erinnern, wie sich das Lenkrad von deinem Auto anfühlt? Auf den Händen, ja, schon da, ja. Okay. Das Komische, ich schaue immer nach links unten. Ja, also da gibt es da auch noch eine Unterscheidung, ob das jetzt links oder rechts ist. Also alle diese drei Ebenen kann man auch unterscheiden in links und rechts. Wenn du nach links unten schaust, dann ist auch der Aspekt des inneren Dialoges, des Abschätzens oder Katalogisierens relevant. Wenn du nach rechts unten schaust, ist es die reine Gefühlserfahrung. Das heißt, die Autogeschichte zum Beispiel jetzt, weil ich gebe zu, ich fahre an sich gern Auto. Das heißt, das war jetzt einfach die Bestätigung, dass ich mit dem Auto in irgendeiner Form emotional verbunden bin. In dem Fall würde ich eher sagen, dass du mit dem Auto zwar emotional verbunden bist, aber dass du warst trotzdem in einem Zustand des inneren Abschätzens. Ja? Also da ist vielleicht auch etwas, was dir nicht hundertprozentig zugesagt hat, vielleicht, weiß nicht, aus welchem Stoff dieses Lenkrad ist. Ja, aber da war auf jeden Fall etwas dabei, wo du dir nicht hundertprozentig sicher bist. Gut, die Erklärung wäre, dass ich also keinen emotionalen Bezug zum Auto habe, sondern grundsätzlich gerne Auto fahre. Ne? Das heißt, also mein Auto heißt nicht Mausi oder Kurti, sondern es wird einfach ein Auto. Ja. Aber an sich bewege ich gerne Autos. Genau. Ja, genau. Das interessant. Das würde ich einpassen. Ja. Was vielleicht ganz interessant ist, wenn ich da jetzt zuschaue, und ich habe also wirklich das, glaube ich, versucht, definitiv nicht zu denken, habe auch ein bisschen Erfahrung an, ja, auch mit solchen Sachen. Jetzt kann man ja an sich Gedanken dann lesen bei seinem Gegenüber, wenn man das weiß, wenn man sich mit jemandem unterhält und das ganz genau weiß. Naja, also die Augenbewegungen sind nicht ganz so einfach zu analysieren. Ja, das sind ja jetzt
fast schon Laborbedingungen. Ja, ich stelle ganz bestimmte geeichte Fragen, die in ein bestimmtes System führen. Tatsache ist aber, wenn man trainiert ist, wenn man sehr geübt ist, dann kann man anhand der Augenbewegungen doch in Echtzeit zumindest die Struktur der Gedanken mitlesen, bis zu einem gewissen Grad. Ja? Die Inhalte natürlich nicht. Ja? Also ich kann dir jetzt nicht sagen, was für ein inneres Bild du hast, zum Beispiel. Ich kann dir nur sagen, du hast ein inneres Bild. Ja? Also die Struktur kann ich mitverfolgen und das kann natürlich eine sehr wertvolle Hilfe sein, zum Beispiel in einer Beratungssitzung. Das war natürlich jetzt ein kleines Beispiel von Hundertschaften von verschiedenen Techniken, um einfach zu zeigen, wie es auch praktisch in so einem Seminar abläuft. Wie kommt man zu so einem Seminar? www.winter.at ist die Homepage. Ja, das ist unsere Homepage. Also wie der Sommer, Herbst und Winter, der Winter, da sieht man sie. Da ist der Seminarkalender wahrscheinlich drauf, ne? Auch Preise. Ja, da ist der Seminarkalender drauf, die Preise sind auch drauf. Da ist auch nicht nur die NLP-Ausbildung drauf, sondern es ist auch die Ausbildung zum Lebens- und Sozialberater. Das ist ein konzessioniertes Gewerbe. Also wir haben es geschafft, NLP als Teil dieser Lebens- und Sozialberatung zu integrieren und zu lehren. In der Lebensberatung ist NLP eine Methodik, eine anerkannte Methodik. Dann bedanke ich mich für den Besuch. Wie gesagt, www.winter.at, wer mehr wissen will, und wir werden sicher in nächster Zeit uns ausgiebig damit beschäftigen.